3? Jawohl. Modernisiert 2019 durch Schindler-Aufzüge. Merkt man, dass da durch Schindler modernisiert wurde? Habibi. Manuel. Ich dachte, der ist kurz. Hier ist ja keiner, zum Glück. Nicht aussteigen, wir bleiben drin. Okay. So Corona-konform, ich mach das extra in den U-Bahn, so weil hier weniger kontrolliert wird als bei der Deutschen Bahn. Was ist auch von der, sagt schon, das ist hier auch bei der, das ist hier U-Bahn-Station, doch, Bochum Hauptbahnhof. Weil ich hoffe, wir hängen jetzt nicht an, ich will nach Ostern durchfahren. Oh, hallo, ne? Überlässt uns, hallo. Mach ich hinten mal. Ja. Ist schon voll gut. Für den da drüben aber auch einmal hin. Komm mit. Wir gehen zu dem da hinten. Komm. Da hinten ist ja noch einer. Lass den da vorne benutzen. Ich kann hier nicht viele alle fahren. Es ist hier viel zu groß. Tut mir leid, ich kann nicht alle fahren, weil hier auch so echt zu viel los ist, aber es ist gefährlich jetzt, hier zu fahren. Warte, ich drück, warte. Aufgang zur Stadt und den Bussen sowie den Zügen der Deutschen Bahn. Nein. Ich würde einen Sohn aufzuhalten. Boah, Junge. Sind jetzt stecken geblieben, der fährt nicht. Ah, doch jetzt. Ausgang zu den Linien 308, 318 Richtung Gärte. Hi. Entschuldigung, dass ich nicht mit allen aufziehen kann, aber es ist jetzt wirklich zu gefährlich. Wir haben 19.30 Uhr oder so und das ist jetzt viel zu gefährlich. Tut mir wirklich leid. Es ist doch richtig dunkel. Ich meine, ich habe meine Jacke ja da. Mobilitätscenter der Gestra. Aufgang zur Stadt und den Bussen sowie den Zügen der Deutschen Bahn. Viel Glück. Die hatte komplett überlebt.